Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Was bisher geschah? Endlich. Ich habe herausgefunden, wie man magische Bohnen züchtet. Was ist, wenn wir die Bohnen gar nicht nehmen? Wow, cool, Joe, danke. Ja, aber halt jemand anderes. Ich folge einfach meiner dünnsten Schnur der Welt. Die bringt mich immer nach Hause. Jemand, der nicht viel hinterfragt. Ah, cool, MDMA. Von Zeitungsausträgerin zum Rapstar. In einer Woche. Julia! Wen haben wir entführt? Kidnapper? Wir? Sie sind wieder zurück. Jetzt wird's geil. Draußen stehen die Cops. 15.000 Leute haben gerade live unser Gesicht gesehen und denken, wir haben Julia entführt. So? Ich will nicht in den Knast. Du, was meinst du? So oder so? Was ist unschuldiger? Ich will nicht in den Knast, der gibt sich aber schon. Perfekt. Würde ich auch so machen. Es ist nicht verboten, vor der Polizei wegzurennen. Du! Junge, wir kommen nicht in den Knast. Wir haben nichts verbrochen. Und wenn, dann eher so. So, meinst du? Nein, so könnte ich ein Messer verstecken, dann würden die mich erschießen. Scheiße. Fuck. Ach, meine Stimme ist wieder voll im Arsch, Alter. Wir würden die... Bei deutschen Polizisten kannst du dir sicher sein, das wird nicht passieren. Dann lieber so. Hör mal auf mit dem Shit. Wir müssen Julia finden. Ich schieß dich hier. Ah, fuck. Ich meine, wir reden hier von einer Verrückten, die an einer imaginären Schnur hängt. Sie wurde entführt. Von denen hier. Wir haben Julia da reingezogen. Wir sind für sie verantwortlich. Außerdem, willst du wieder arm sein? Ich will lieber arm als tot. Oh, das ist wegen der Ukulele, ne? Hat er recht. Bisschen. Fuck, Mann. Wie sollen wir Julia überhaupt finden? Oh, was war das? Was ist das? Was ist was? Hier ist irgendwas. Was? Über was ist der geflogen mit... die Schnur gibt's wirklich! Das gibt's nicht. Die dünnste Schnur der Welt. Ist jetzt nicht dein Ernst, Alter. Jinx? Bro, Bro, was? Wusstest du, dass du von oben echt cute aussiehst? Ach ja, von unten siehst du aus wie ein Bastard. Komm jetzt runter. Oh, da würde ich auch Angst kriechen. Beste Rolle ever. Dieser Stoff führt uns direkt zu Julia. Sie wird bezeugen, dass wir sie nicht gekidnappt haben. Und schon sind wir wieder back in Biss. Okay, aber wie? Es geht noch einmal was schief. Weißt du, das sieht dumm aus? Gerade wenn man sowas sagt, geht alles schief. Nein, wieso? Komm schon! Ist hier ein Tor? Wie kann es sein, dass das Tor die Schnur... Ach... Also womöglich Privatgelände stört dich nicht, oder was? Ja, da wurde jemand entführt. Wir diskutieren erstmal drüber, ob es Privatgelände sein kann. Ganz normal. Naja, aber durchaus hat er ja recht. Oh Gott, die sind bei einer Beerdigung. Na gut, das sieht ja aus wie eine Hochzeit. Ju? Ich glaube, das ist irgendeine Sekte. Ju! Ey, du musst dir mal vorstellen, was denken die Leute, wenn man da auf einem Gelände steht und auf Stühle hunderte Gummipuppen aufstellt? Ich. Ju, du bist ja doch zu meiner Hochzeit gekommen. Stella freut sich so sehr. Oh, Mama! Thomas! Hi! Schöner Fiebertraum, Hochzeit. Schöne Hochzeit hier. König Opin Stella, natürlich freut er sich, dich zu sehen. Ja. Wer nicht? Wir alle freuen uns, euch zu sehen. Setzt euch doch zu den anderen Armen. Wir müssen hier ganz kurz durch. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und ciao. Gott hat euch nicht ohne Grund hier hingeschickt. Er hat einen Plan mit euch. Mit allen Menschen. Das ist doch keine Menschen. Das ist krank. Was bitte ist das für eine Hochzeit, Alter? Eine, das ist aber ganz hübsch. Ja, finde ich auch. Ein Weihwasser für die Braut und eins für mich. Ich glaub, Pfarrer. Er hat das schon mal jemand probiert, so einen Tornado mit Schnaps zu machen. Also ich habe das früher mal, wo wir zum ersten Mal angefangen haben mit Saufen, habe ich das mal probiert und ich habe alles wieder ausgespuckt, weil es halt... Wir haben in der Schule damals gelernt, dass aus Flaschen Wasser schneller rausgeht, wenn man so einen Strudel erzeugt. Und da dachten wir uns, wir probieren das mal mit Bier aus. Und naja, mein ganzes T-Shirt war voller Bier beim ersten Mal. Fällt dir ein, wenn ich kein echter Pfarrer bin, dann soll's jetzt Frösche und Menschen regnen. Seitdem habe ich es eigentlich nie wieder probiert. Lasst uns weiter Hochzeiten. Leute, seid ihr eigentlich alle bescheuert? Das sind doch nur Puppen. Gummipuppen. Danke. Ich dachte schon, ich bin der Einzige, dem das hier aufgefallen ist. Jetzt ist er auch noch dabei. Ich hab mich davor gewarnt, dich einzuladen, Onkel Leroy. Und er beißt sich da hinten. Alter, was ist hier los, Mann?
einzige Vernünftige und... Er läuft einfach weg, als ob. Der geht jetzt. Und jetzt läuft er. Und jetzt kannst du sogar wegrennen. Und jetzt macht er sich alle bescheuert. Viel Spaß auch mit euren Gummipuppen. Du gummiophobes Stück Scheiße. Was bitte für eine Beleidigung war das denn? Ich? Respektlos. Ich will weitermachen. Für Fortnite. Wir müssen hier schnell weg. Für Fortnite. John? 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 Oh, John. Bei mir geht auch nichts ohne Gummi. Hast Das sagt er zu einer Gummipuppe. Hast du die Schnur losgelassen? Nein, guck, hier. John, komm jetzt. Stella, nicht weinen, mein kleines Mancherie-Bärchen. Ich hab für dich sogar den Vielzort. Wie kommt man bitte auf solche Ideen, Alter? Junge, da kann nicht mal Cartoonbox mithalten. Der tiefen Gärtner bezahlt. 1500 Euro hat der gekostet. 1500 Euro? Die piss ich! Einfach schnell durch, okay? Oh, Mama! Die Braut um mir kloppt. Ach du Scheiße. Oh, shit. Oh Gott, sie ist tot. Nein! John? Bin schon dabei. Na jetzt. Oh, jetzt hau ab hier. Sie schreibt nie zurück, niemals ein Song. Oh, geil. Also, die würde ich heiraten. Fake smile, fake body, vergiss sie, wie findet Dory, deshalb go see und hau ab. Ey, die Frau, ey, nee, nee, oh mein Gott, ey, die Frau, ey, hat nur Luft im Kopf, ey, die Frau, ey, im wahrsten Sinne. Das ist das Fuck und dafür nicht gegen du. Hey, du. Sei stark jetzt, ich sag es, die Frau ist Plastik, du ist nicht gut, weil das Land. Also was auch immer die hier nochmal mich will, so hoch. Immer glaubt ich, du, sei stark jetzt, ich sag es, die Frau ist Plastik, du ist nicht gut, weil das Land immer glaubt ich. Es gibt so viele schöne Mütter da draußen, rumliegt, Töchtern hübsch, die Brüste groß, mach dir Pro. Es gibt viele hübsche Mütter da draußen mit, was, das geht... Heißt das nicht eigentlich, da draußen gibt's viele Mütter mit hübschen Töchtern? Viel für Tinder, Bro, und dann schwimmst du wie ein Pimp in Hose. Sie klaut dir deine Lebenszeit und wenn der Pastor fragt, sag einfach nein, ey. Ich weiß, das klingt jetzt echt gemein, doch sie ist billiger als der letzte Matrix-Teil. Hey du, sei stark jetzt, ich sag... Der letzte Matrix-Teil war wirklich nicht so geil. Also der Anfang war wirklich sehr, sehr langweilig. In der Mitte ging's dann und das Ende war wieder total für'n Arsch. Bin gespannt, ob sie noch einen machen nach dem. Die Frau ist Plastik, du ist nicht gut, weil das landet im Atlantik. Auch die ganzen Flashbacks bei den Matrix haben übel genervt. Hätte ich auch den ersten Teil gucken können. Sei stark jetzt, ich sag es. Die Frau ist Plastik, du ist nicht gut, weil das landet im Atlantik. Viel Glück euch beiden. Ja. Und nun? Hä? War das gerade ein Frosch? Wer sitzt nicht so auf einer Brücke? Stopp! Was macht ihr? Jetzt denn? Kommt auch noch Lina. Ich glaube, ich scheiß nicht ein, Alter. Wie geil! Wohnung, das ist eine Brücke. Wir wollen nur auf die andere Seite. Aber ich wohne hier und ihr habt nicht mal geklingelt. Klingel? Klingel. An der Brücke. Bist du dumm? Wow. Gibt's nicht Leute, die unter einer Brücke wohnen? Leider. Dürfte in Deutschland gar nicht sein, sowas, aber ist leider so. Und sie wohnt halt einfach auf der Brücke. Doch frech werden, nur weil ihr 1 Zentimeter größer seid als ich. Diese ja. Jugend heutzutage. Habt ihr denn gar keine Manieren gelernt? Boom, in die Eier. Oh, Alter. Ich hab ja auch nicht gewusst, dass Lina so eine ist. Ich habe gesaugt. Zum Glück hab ich nur ein Ei. Das kommt leicht zweideutig. Bumm in die Eier, ich hab gesaugt. Du bist doppelt wie du. Ich hab eine Idee, John. Na, wird das so ein WhatsApp-Sound? Ah, du bist auch ein Fan. Da fällt mir gerade ein, ich hab meinen WhatsApp-Ton wirklich vergessen auszumachen. Von Johnny Depp. Ach, ich liebe ihn. Kenne alle seine Serien. Auch schon Chatterbridge gesehen? Geht nicht, die gibt's nur in den USA. Doch, geht. Hiermit. Und was ist das? NordVPN. Kannte ich vorher auch nicht, aber das ist der Shit. Macht ihr gerade Werbung? Genau. NordVPN kann nämlich den Standort deines Netzwerkes verändern, sodass dein Streamingdienst denkt, du wärst in einem anderen Land. Wow, also nicht. Das habe ich damals gemacht, um bei Wilma heißt der Streamingdienst, den gucken zu können. Weil den gibt's in Deutschland, den gibt's nur Schweiz und Österreich und weiß nicht, vielleicht noch USA, keine Ahnung, aber nicht in Deutschland. Und das ist schon Jahre her, den gibt's immer noch nicht in Deutschland, Wilma. Nee, glaub nicht, ich habe letztes Mal geschaut, da war es noch nicht in Deutschland. Da habe ich mir so einen VPN geholt und konnte dann gucken. Im ganzen USA? Ich feiere Ami-Serien übertrieben. Gib mir mal dein Handy. Du musst NordVPN nur auf USA stellen und schon kannst du alles sehen, was in Amerika verfügbar ist. Hier.
Fahrt fort? Also NordVPN kann ich zum Beispiel auch unsichtbar machen vor unerwünschten Blicken im Netz. Ich meine, es gibt auch so ehrenlose Leute, die einen tracken. Oder Malwares. Oder gefährliche Webseiten. Oder... Einfach weiter der Schnur folgen. Die führt uns safe zu Julia. Scheiße. Hoffentlich wurde Julia nicht ermordet. Hier ist der Monsieur Pete, ne? Und im Wald vergraben. John? 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 John! Was? Oh, Junge, hast du die Schnur los? Naja, bei der Hitze brauchen die Bäume wirklich ein bisschen Wasser. Losgelassen. Ganz kurz nur. So finden wir Julia niemals. Danke. Immer einer von uns die Schnur. Oh mein Gott, du hast die Schnur auch losgelassen. Oh, ich muss die Schnur finden. Na, viel Spaß. Ich kann dir auch helfen. Zwei hunderte Stöcker. Helfen. Oh, fuck. Was ist das? Ist Mann, Bär, Schwein oder was, Alter? Jetzt ist Sautbach am Start. Oh, der hatte keine Waffe. Shit, Judas Mörder. John, Kampfstellung. Willst du schon davon ausgehen, dass er tot ist? Ah! Wofür war das jetzt? Simsalabim, da bin ich jetzt wieder. Jetzt ist auch noch Fritz am Start, Alter. Hier geht's auch ab. Oh mein Gott, ungespielt nach einer Zombie-Apokalypse. Wer bist du und was hast du mit... Ja. Julia gemacht. Die Frage ist eher, wie schmeckt ihr eigentlich so? Nach Schwein. Ach, von dem da können wir uns einen Monat lang ernähren. Ich glaube, ich werde gerade gefetscht. John, du musst direkt Alpha sein. Ist wie bei so Tieren. Guck. Ja. Oh, oh, Survivor-Style, heute Abend gibt es Menschenfleisch. Oh, oh, Survivor-Style, heute Abend. Survivor-Style. Gibt es Fleisch. Julia zu retten war eine Scheißidee. Statt Knast werden wir jetzt gegessen. Als ob ich jetzt der Grund bin. Gut, da würde ich aber auch lieber den Knast vorziehen. Dass uns sechs primitive Höhlenmenschen essen wollen. Höhlenmenschen? Respektlos. Wir sind privilegierte Überlebenskünstler. Und wir hatten lange keinen Mensch mehr. Bevor die mich essen, esse ich dich. Hör auf. Hör auf damit. Hör auf. Oh nein. Fass unseren Nachtisch nicht an. Nachtisch, weil du so süß bist. Oha, geil. Ey, ihr seid ziemlich stark, wa? Danke. Also mal Respekt dafür. Aber ihr seht ein bisschen aus, als würdet ihr Leg Day skippen. Bisschen schwach da unten. Ich wette, ihr könnt keine Squats mit mir als Gewicht. Oh. Squats! Es geht schon ein bisschen tiefer, oder? Wie will der das tiefer denn machen? Komm schon, Hoden auf dem Boden sein. Pass auf, jetzt wird einfach zu Yoshi und die Zunge. Seid ihr Survivor oder Stadtmensch? Jungs, mit Essen spielt man nicht. Kommt doch ein bisschen. Er hat das hoffentlich geschmeckt mit Erde. Alles heiert, Haram, Haifisch, Nacker, Tatort, Parkbank, Krampf im Armband, Aua, Kick, Spitzer, Bleistift, 5 Uhr, Einschicht, Gelber, Sidekick, Boah, Master für 9-9, Allo vs. Wild, geh mit Machete in Wildnis, komm zurück mit 3, Beste, Rinde, Beste, Cookie, Steche, sogar Wespe, Random. Was, denn die Rinde nicht mal gekocht, Alter, das schmeckt doch nicht. Wörter, Generator, Schuss im Körper, Baue, Hörner, Schuss im Körper, einfach so ein Pflaster drauf, kennt man. 1000 Euro Schein, Schein, Harder, Mr. Schwein, werfe ein Stein bei Ankerkraut rein. Okay, mit dem möchte ich nicht kämpfen wollen. Die Fresse wirkt. Ja, na lecker. Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass Baumrinde frittiert und so gut schmeckt. John. Er frisst gleich einen Falbenbaum, Alter. Wir suchen die immer noch die Schiene. Wie die Tiere. Einfach primitiv, diese Stadtmenschen. Sagen die, die Baumrinde fressen. Statt zu urteilen, könnt ihr uns mal als Dank helfen. Jetzt versuchen die Schnur, du Trüffel! Absehen! Oh. John, meinst du, Leute liken? Das ist ein echter Survival-Mensch. Heutzutage noch YouTube-Videos? Keine Ahnung. Wenn uns das hilft, Julia zu finden. Hey, das muss das Lager der Masken sein. Was man aber alles so für Abenteuer erlebt, wenn man nur Schnur folgt, probiere ich nächstes Mal auch. Thank you.
klar. Oh Gott, der verrückte... Jetzt kommt Rezo. Ich wollte gerade sagen, der verrückte Wissenschaftler. Und dann kommt Rezo mit dem blauen Haar. Na, jetzt geht's ab. Du, Julian, John, was macht ihr hier? Das Maskenarschloch. Vorsicht! Das Maskenarschloch. Was hast du mit Julia gemacht? John, Kampfstellung. Ich hab doch gesagt, nicht bewegen. Sonst tretet ihr noch drauf. Los, helft mir suchen. Da, was? Wo? Da! Hä? Wo? Da! Fang es ein! John, fang es ein! Was? Wir zählen auf dich! Hab ich dich! Julia! Oh, hey, Jungs! Banane? Was zur Hölle? Ich dachte, du wurdest entführt. Ja, wurde ich auch. Also, wär's nicht so glücklich drüber, wenn er entführt wurde? Fast. Von so Typen mit Masken. Ich hab gar keinen Stripper bestellt. Wir wissen, dass du magische Bohnen hast. Hey! Finger weg von ihr! Aber Rezo hier hat mich gerettet. Was? Der ist doch selber eine Maske. Quatsch! Selber eine Maske? Hast du etwa alles vergessen? Kommt mit. Seid ihr eigentlich bescheuert, ein Business mit magischen Bohnen aufzubauen? Naja, hat besser funktioniert als mein OnlyFans. Egal, willkommen in meinem geheimen Labor, wo ich meine illegalen Forschungen durchführe. Ich fand das geil mit OnlyFans. Ich versuche bereits seit langem, das wertvollste Lebewesen dieses Planeten vor dem Untergang zu bewahren. Den Menschen? Nein, mich. Was? Cool. Irgendwie sieht das aus wie bei Dr. Mephisto im Labor bei South Park, diesem verrückten Wissenschaftler. Gehen. Deswegen versuche ich mich zu klonen. Die Experimente sind kompliziert und sehr gefährlich. Ach, das ist so ein Klon von Rezo. Ach du Scheiße. Jetzt fehlt bloß noch, dass da irgendwo Papa Schlumpf steht. Aber ich bin so kurz vom Ziel. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Jahre ich gebraucht habe, um den richtigen Melaninwert für die Haarfarbe zu lernen. Alter! Vorsicht! Meine Klone denken, Gewalt ist richtig und leider. Dann sind das aber keine gute Klone. Wie bei South Park, wo sie Stan geklont haben. Diese durch einen Fehler in der Desoxyribonukleinsäure entstandene Aborti. Also, hab ich jetzt überhaupt nicht verstanden, aber mach weiter. So, du meinst Missgeburt. Nicht. Die Nutella. Nein, das Nutella. Brüstegeiler. Nein, Arschgeiler. Revi-Kacke. Ja, damit das. Revi-Kacke? Recht. Die beiden mag ich. Diesmal sage ich nicht, Rezo wird sich freuen wie beim letzten Mal. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Banane? Ey, ich nehme mal was zu trinken raus. Ist das gekühlt? Nicht trinken, das habe ich produziert. Für die Wissenschaft. Wir sprechen jetzt bitte nicht aus, was wir alle denken. Ja, er denkt das selber. Wenn wir einen Plan durchsetzen, dann habe ich meine DNA bereits gerettet. Masken gehen voll auf den Sack. Kann man die nicht irgendwie loswerden? Vielleicht. Es gibt eine uralte Prophezeiung von einer Gruppe von Wächtern, die sie aufhalten könnten. Wir? Nein. Niemand weiß, wer diese Wächter sind. Ich weiß nur, dass es vier sind. Vorsicht, nein. Vier Wächter? Und wo sind die? Mein Tattoo verrät dir ja, wo du sie finden kannst. Welches Tattoo? Hast du wirklich alles vergessen? Wir sind da. Vergessen. Vier beschissene Jahre war ich undercover. Du bist jetzt der alleinige Besitzer vom magischen Kompass. Die anderen Probanden sind alle gestorben. Deswegen mache ich mir nicht selbst. Was? Ich verstehe nicht, dir selbst machen. Und dann habe ich noch dein T-Shirt ausgezogen. Für die Wissenschaft. Also erst. T-Shirt ausgezogen für die Wissenschaft. Ach, so war das. Alter, was ist hier los? Du bist krank. Und zweitens, was für ein Kompass auf meinem Rücken? Zieh dich aus, aber langsam. Oh, er freut sich. Schade. Hier ist kein Kompass. Die Tattoo-Tinte ist aus dem Blut tausender katalanischer Mauereidechsen hergestellt worden. Ach, Mann. Die im Bauch eines eingefrorenen Mammuts leben. Wo hat der Mammut her? Ach so, eingefroren wird. Sie wird nur sichtbar durch menschlichen Speichel. Ihr spuckt mich jetzt aber nicht an, oder? Ach,
lecker, Alter. Wow, krass. Was ist da? Da sind vier Symbole. Ja. Oh, und das eine Symbol, da blinkt sogar. Hör zu, Ju, die Masten sind fast am Ziel. Ihnen fehlt nur noch das letzte Puzzlestück. Ein seltener Stein, der nicht von dieser Welt ist. Und wo ist dieser Stein? Einer der Wächter hat ihn immer bei sich. Meine Nachforschungen deuten auf den Wächter hin, dessen Symbol am stärksten blinkt. Findet ihn. Nur so könnt ihr die Masken aufhalten. Einen Stein suchen die? Wer? Ich komme auch langsam nicht mehr mit. Scheiße! Warum ist er nicht mit seinem Brutkasten? Die sind alle frei. Oh Mann! Lauf doch mal, ihr Leben. Ergreif sie. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh oh. Toll. Cool. Oh, danke. Oh Mama! John, Vorsicht! Er landet wieder genau dort! Oh, Scheiße, ist schon leer! Wenn ich sterbe, sag ich auch im Ui. Fusion! Halt ab! Julia! Was bitte war das für eine Fusion, Alter? Ich glaube, die ist nicht wieder rückgängig zu machen. Bitte, bitte! Ey, drück härter! Ich drücke! Tötet es, bevor es Eier... Was ist hier nur los, Alter? Erlebt! Das ist jetzt meine Erde! Mein neues Zuhause! Die Invasion beginnt jetzt! Wir müssen Bohnen nehmen. Bad Bohnen. AJ? Bad Bohnen! Kev? Oh. Brian? Okay. Ey, ich nehme die Scheißdinger nicht, ne? Na? No! Ja, da ist einfach eine Bohne drin! Hüfte ist für dich. Als ob. Willkommen auf dem Planet. Yeah. Hier gibt es viel zu sehen. Yeah. Wir haben eine Pandemie und überall ist Krieg. Aber lass mal TikTok spielen. Geil, Alter. Ich brauch jetzt schon die Vollversion. Jetzt, wo du schon auf Planet Erde bist, Bro. Guck mal, alles überschwemmt. Politiker schwimmen weg im Benz. Ja. Der Regenwald hot, weil er brennt. Alles positiv wie unsere Tests. Überall wird Nahrung knapp. Einzig Positive dran. Das Geld ist bald weniger wert. Ist es jetzt schon. Portemonnaie nur noch halb so schwer. Ach, ist schon krass, wenn ich so einen ganz normalen Wocheneinkauf mache und nicht mal wirklich Markenprodukte kaufe, außer hier Coca-Cola. Na gut, ich kaufe meistens Vita-Cola. Dann bezahle ich schon 100 Euro. Vorher waren es immer 50. Jetzt einfach 100. Einfach 50 Euro mehr. Unsere Moves synchron. Ein Julia auch so. Ganz viele Beauty-Shirts. Boys. Yeah. Denn solange wir gut aussehen, ist uns alles scheißegal auf dem Planeten hier. Yeah. Der Wald explodiert. Yeah. Du musst dich auch schnell abhauen. Und alle reagieren auf YouTube. Ja. Also ich soll drauf reagieren, wenn der Planet explodiert? Wer soll das dann noch gucken? Das macht keinen Sinn. Na gut, vielleicht sind es irgendwelche außerirdischen Aliens oder so. Keine Ahnung. Ich meine, wenn es soweit ist, der Planet explodiert, dann wird Deutschland das einzige Land sein, was zuletzt reagiert und wir werden halt einfach übrig bleiben. Wie bei der Corona-Pandemie. Logisch, das bringt es. Ich verstehe. Ehrlich? Cool. Nice. Dann lasst uns gemeinsam den Planeten retten. Ja, Mann. Für die Erde. Für die Erde. Für die Erde. Für die Erde. Oh nein. Es war aber klar, dass sowas kommt. Wie lange ist der bitte durch die Luft geflogen? So viel Luft hatte die Puppe doch gar nicht. Toto.
Thomas? Die ist voll deformiert, Alter. Ju? John? Oh, das... Wie hat das überhaupt geschafft, durch den Bunker zu krachen, Alter? Also, der hält keinen Atomschlag stand. Stella, tut mir leid. Ach, die Luft war eh schon raus. Ju, folgt dem Kompass. Er führt euch zu den Wächtern. John, ich werde diesen Weg alleine gehen müssen. Und wer spuckt dich dann an, um auf den Kompass zu gucken? Ach so, ich wollte sowieso nicht mit. Ich hab dich schon so oft in Gefahr gebracht. Ich muss diese Bürde alleine tragen. Aber ich kann ja meinen Best Buddy nicht einfach im Stich lassen. Ich komm mit. Ja, ich habe gehofft, dass du das sagst. Voll dumm. Jetzt sind wir ein richtiges Trio. So wie Goten und Trunks. Sehr gut. Hä? Die sind doch kein Trio, außer wenn man Gotenks mitzählt, aber hä? Und was ist mit dir? Ich habe meine eigenen Pläne. Aber beeilt euch. Die Masken werden immer stärker. Okay, Ju. Zieh dich aus. Hallo, meine Abortis. Einfach so stumm, mitten so ernst und dann Ju, zieh dich aus. Boot zerstört. Aber zum Glück ist dir nichts passiert. Mein perfekter Klon. Ich bin jetzt ein Jahr alt. Du wirst mir fehlen. Ich werde mir auch fehlen. Hä? Naja, gut, mit einem Jahr. Einfach so eine Saiyajin-Kapsel-Kämpfer. Zwar modernisiert. Nun, verbreite meine DNA im Universum und besiedel Planeten. Aber das Ding wird doch bestimmt noch explodieren oder so. Fang dir kein Space-Ebola ein, das ist super unangenehm. Oh, oh. Aua. Ich glaube, ich bin gerade gestorben. Sie können ihn doch nicht einfach umbringen. Und der tanzt immer noch fröhlich durch da ist eine heile Welt. Boah. Aber richtig sein. Nee, ich glaube immer noch, dass wir den Kompass falsch rumhalten. Ju, mach mal einen Handstand. Ich kann keinen Handstand. Loser. Siehst du, zeigt nach vorne. Ich hatte recht. Das ist genau dieselbe Richtung. Ist ja auch ein Kompass. Ich glaube, wir sind am Ziel. Das Haus da? Ja, ist ja auffällig. Sorry. Jetzt fehlt bloß noch, dass einer sagt, willkommen in der Winkelgasse. Du, das sind Leute mit Masken in der Scheune. Die machen alles kaputt. Feuerstöcke, Äxte, Aua, oh Hilfe, Aua. Scheiße. Wer war das? Rainer, die Masken haben alle unsere Boden zerstört und die Scheune auch. Oh nein, Rainer ist doch gerade erst Vater geworden. Mann, das ganze Geld. Beruhig dich, wie viel Boden haben wir noch? Ich hab 4. Julia hat einfach keine. Eine für dich und eine für dich. Nee, warte, wenn ich jetzt hier plus 1 rechne und dann die Wurzel aus E, dann mal... Was ist die Wurzel aus E? 4 und plus 15. So! Was? Wo kommt denn jetzt die 15 her? Wir dürfen keine Bohnen mehr nutzen. Nur noch im äußersten Notfall. Was jetzt? Einfach klingeln? Nein! Was, wenn da Mörder drin ist? Was ist eigentlich mit den Heißluftballon? Hm, nice. Was denn? Ist offen! Ja, es hat einfach auch ein Telefon. Hey, ihr da! Kann mit den Regenschirm? Ich habe euch im Visier. Ich glaube, der ist blind. Ich bin blind, nicht taub. Aber okay. Zum Glück bin ich kein Asiate. Oh ja! Naja. Was zum... Diese Tür da? Der Kompass zeigt dahin. Okay. Wollt ihr mich beklauen? Ihr könnt es versuchen. Mein Haus ist voller Fallen. Ja, sag's denen noch. Leute? Das Beste, was du machen kannst, erstmal stehen bleiben, abwarten, was passiert. Oh, 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 oh. Junge! Wer baut so ein Haus? Ist blind! Shit, der alte Mann hat nicht gelogen. Welche Farbe hatte der Pfeil? Der ist grün. Oh, ich würde mich dem Beruf tausend Nacht an der Mauer eine gesehen. Und dann noch mein Fuß. Ich glaub,
der ist blind. Ach was. Schnell, das GG mit. Sagte mir, welches davon ist rot? Keins von beiden. Ach, euch ist kein Verlass. Nur, Jesus kann mir doch helfen. Jetzt hast du zu mir gesprochen. Dann diese hier. Geronimo! Das war nicht die Note. Dann diese hier. Oh oh. John, dreh dich mal um. Oh, und er hat rot. Au. Oh crap. Was passiert bei Rot? Wird er sterben? Nein, aber er wird den schlimmsten Kater seines Lebens haben. Ah, easy. Dann wird er sterben. Na oh, Mann. Warum sagt er dann erst nein? John! Nein, John! Scheiße, was mache ich jetzt? Das ist genau wie Ärzte. Wenn er jetzt fragt, wird er daran sterben? Nein, auch wenn wir es nicht behandeln. Ist doch dann klar! Nimm meinen wertvollsten Schatz. Welchen Schatz? Das neue Eternal God T-Shirt, was seit 2 Wochen raus ist. Krasses Design und brandneu. Das sieht geil aus. Wie dein Sohn. Okay, fertig. Die nicht immer. Ah ja, vorhin hat sie Kopf geschüttelt. Oh na jetzt. Kenn ich nicht. Hört sich schon mal nice an. Ich wach auf, alles dreht sich im Kreis. Weiß nicht mehr, wo ich bin und wie ich heiß. Oh, das ist geil, Alter. Auf meiner Stirn sammelt sich kalter Schweiß. Bin voll. Oh, an irgendwas erinnert mich das. Ich will Vollversion. Zittern, aber mir ist heiß. Auch wenn eben zum Wein die Flüssigkeit fehlt, wird Joey Dank machen. Powerade ist geil, aber nur das Blaue. Das habe ich früher auch so oft gesagt, Alter. Ach, was hat das jetzt? Du bist geheilt! Ah, da könnte ich mich ja glatt verlieben. Wie komme ich hier hin? Ich habe einen Filmriss. Ja, aber natürlich hier. Ich habe schon die Polizei angerufen mit meinem Handy. Na, bestes Handy. Tür da. Hier ist eine Tür. Er ist blind, kann Fallen ausstellen, weiß aber nicht, dass da eine Tür ist. Bester Mann ever. Ja, die Reflexe sind auch nicht mehr so gut. Was ist das hier? Wow. Wo sind wir? Voll cool hier. Was ist das? Das klebt. Scheiße, wir müssen uns beeilen. Tschu, Rücken! Dein Tattoo sagt, wir sind da. Jetzt nicht dein Ernst! Was denn noch alles, Alter? Und was kommt dann? Der Weihnachtsmann und der Sandmann auch noch? Junge, die eine Woche länger warten hat sich mega gelohnt, Alter. Ich freue mich schon gar nicht, wenn es dann komplett alles vorbei ist. Man kann eigentlich sagen, wie es ist. Julian Bam ist der Hollywood in Deutschland, wo sich deutsche Filme mal eine Scheibe von abschneiden können. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. Und dies sind verabschiede mich und bin damit raus.